Warten auf den Aufzug zur U-Bahn am Stephansplatz, das kennen viele. Immer wieder bilden sich davor kleinere oder auch größere Menschentrauben. Einen zweiten Aufzug haben die Wiener Linien aus Kostengründen, wie es heißt, abgelehnt. Der bestehende Lift sei ausreichend. Stimmt nicht, finden offenbar Behindertenvertreter und Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer. Sie haben heute Mittag für einen zweiten Aufzug demonstriert. Hier in der Goldschmiedgasse, wenige Meter vom bestehenden Aufzug im Haashaus entfernt, wäre der beste Platz für einen zweiten Lift. Das haben die Wiener Linien herausgefunden. Doch dann wurde das 2-Millionen-Euro-Projekt abgesagt. Die Behindertenvertreter sind erbost. Wir brauchen einen zweiten Lift. Ohne den wird es nicht gehen. Und wenn er jetzt nicht kommt, kommt er nie. Rund 30 Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer sind dem Aufruf des Vereins Bizeps gefolgt. Es herrscht Picknick-Atmosphäre, Brötchen und Getränke werden verteilt. Doch das Anliegen ist für die Betroffenen ernst. Es ist ganz klar, wenn Sie es wirklich ausschauen, das ist so klar, der Lift hat der Kinderwagen, es ist sehr schlecht auch noch, dann ist er noch alt, dazu der Aufzug, er ist dauernd hin. Und es ist ein Wahnsinn, wenn du da unten stehst und vor dir drei Kinderwagen, vielleicht einer mit Krücken und so weiter und du brauchst so lange, da kommen in der Zwischenzeit fünf U-Bahnen. Ich bin voll diskriminiert, wenn ich da unten warten muss. Rot-Grün hat im Frühjahr dieses Jahres diesen Lift als Erfolg von Rot-Grün 2 fix zugesagt. Ist in der APA nachzulesen. Die Zusage hat genau 3 Monate gehalten und das lassen wir uns nicht gefallen. Im Schnitt wird der Lift von 3 Rollstuhl- und 30 Kinderwagenfahrerinnen und Fahrern pro Stunde benutzt. Längere Wartezeiten entstehen, weil auch andere Fahrgäste den Aufzug verwenden, argumentieren die Wiener Linien. Jetzt wird die Volksanwaltschaft aktiv. Ich halte das wirklich auch für eine schlechte Beispielwirkung für ganz Österreich. Man wird dann auch an anderen Stellen sagen, wir haben kein Geld für Verbesserungen, für Barrierefreiheit. Und daher nochmals mein Appell, dringend jetzt bei den Sanierungsarbeiten diesen zweiten Lift einzubauen. Denn nächstes Jahr wird der Stephansplatz für 13 Millionen Euro umgebaut. Ende August fällt die endgültige Entscheidung, ob Geld für den zweiten Lift vorhanden ist oder nicht. Bis dahin werden größere Piktogramme angebracht, dass Rollstuhlfahrer, gehbehinderte Menschen und Eltern mit Kinderwagen am Aufzug Vorrang haben.